Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, hier aus Frankfurt. Es ist schon fast Ende des Jahres und wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, Land Nummer 42 abzuhaken. Richtig, richtig Bock drauf. Und zwar geht es heute von Frankfurt aus nach Maskat, nach Oman. Und dort werden wir eine neue Reiseepisode bzw. eine neue Reiseserie filmen. Ich habe schon richtig, richtig Bock drauf. Werden heute auch noch einen alten Kollegen treffen, jetzt hier am Flughafen. Deswegen würde ich sagen, lass uns kurz das Gepäck abgeben. Auf jeden Fall wird das auch ein geiler Trip und ich nehme euch heute mit, denn wir fliegen heute mit der Business Class, mit Oman Air. Und ich will euch heute so ein bisschen teilhaben an der Experience, wie es ist, überhaupt Business Class zu fliegen. Lohnt es sich überhaupt, so ein Ticket zu buchen? Und das erfahrt ihr heute in dem Video. Let's go! So, Freunde. Wir haben unsere Tickets und es läuft schon wieder alles nicht wie geplant. Ich wollte eigentlich heute gechillt in die Business Lounge gehen, euch alles zeigen, euch mitnehmen auf den Weg. Und dann fällt auf einmal der Skytrain aus. Sebastians Gepäck braucht jetzt mal 20 Minuten, er muss auch noch mal den Bus nehmen. It is what it is. Jetzt gehe ich gerade zur Lounge und versuche euch noch ein paar Eindrücke hier zu zeigen. Let's go! Genau. Morgen. Leute, wir haben es aus der Lounge wieder rausgeschafft, weil das konnte ich euch nicht zeigen. Nichts Besonderes, ein paar Getränke, kühle Getränke und ansonsten Aufbackcroissants und ein bisschen fertiges Rührei, also echt nichts Spannendes. Und ich warte immer noch auf den Sebastian, wir haben jetzt nur noch 30 Minuten, bis unser Flug geht. Sebastian wartet immer noch auf sein Gepäck. Ich hoffe, dass er es schaffen wird. Er muss noch den Zug nehmen, beziehungsweise hier den Bus, den Shuttle-Transfer und ich laufe schon mal vor und sage den Leuten am Schalter Bescheid. Also heute läuft irgendwie nichts wie geplant und ich wollte so eine schöne Episode machen, aber ihr seht, es läuft auch bei mir nicht mal alles glatt. Junge, Alter, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin jetzt ins Büro gegangen, hatte die Faxen dicke. Meinen Schein hier abgegeben, haben die den gescannt. Was ist? Ist nicht mitgekommen. Der Koffer hat es nicht geschafft, Alter. Sagen die immer einfach eiskalt so. Der Koffer hat es nicht geschafft. Junge, da ist er, der alte Kollege. In Winterklamotten. Ja, da sind wir. Das Beste ist, ich muss sie anlassen. Ja, hast du den Koffer in Berlin gelassen, oder? Ja, lass ich natürlich. Scheiße, Alter, ey. Das wird krass. Aber ich habe zum Glück noch für uns mitgedacht. Ich habe uns ein paar Sachen mit eingepackt. Muss halt barfuß, Birkenstocks habe ich nur einfach. Rein, das ist ganz schön. Ja, ich habe ein bisschen zugelegt, ne? Ja. Ich muss auf jeden Fall wieder loslegen. Nächstes Jahr. Jeden Land nicht durchfressen. Ja, Foodtour, die machen es aus. Auf jeden Fall boarden wir jetzt. Zum Glück hat Sebastian es geschafft und wir sehen uns dann gleich in der Business Class im Oman Air Flieger. Let's go! Ja, stell mal vor, sonst hätte einer da gesessen, einer da. Wir sitzen aber wahrscheinlich jetzt direkt neben dem Pub, oder? Guck mal, wie schön. Chillig. Hallo. Thank you very much. Thanks. This way, please. Thank you. Oh, guck mal, ist das unsere Suite hier? Wo ist denn die Reihe? Auf jeden Fall voll geräumig hier in der Reihe. Hast du uns gut einquartiert hier, ja, Sebastian? Ja, weil die letzten beiden Plätze übrig waren, aber... Ja. Endlich chillen. Ich hoffe, dafür gibt es keinen Grund, dass es die letzten waren. Nein, aber endlich chillen, endlich angekommen. Ja. Zwar mit Winterklamotten, aber immerhin, ist doch egal. Auf Hauptsache Klamotten. Enjoy it. And thanks a lot. Yeah, I go for apple juice, please. Apple juice. Yeah, thank yes, you. Sir. I've just kept it here for you. Yeah, thanks. An apple juice. Thanks a lot. Enjoy it. Thank you. Geil, ey. Angekommen und ich würde sagen, wir nehmen uns kurz hier einen frischen Apfelsaft. Wir haben hier übrigens noch so ein heißes Tuch bekommen und dann zeige ich euch mal hier ganz gechillt die Area der Business Class. How many tickets? Mhm. Thank you. And this is the menu card and the wine list for today. Perfect, thanks a lot. Schauen wir mal direkt rein. Guck mal, wie schön. Food-Auswahl ist auf jeden Fall da. Wir gucken uns gerade das Menü an. Und als Starter gibt es einmal Sesame Crusted Scallops. Oh, ziemlich geil, also Muschel. Als Main, ziemlich schwierig, aber ich glaube, ich nehme das Lamb Lion, also Steak. Ich glaube, das wird die bessere Option sein. Schön Steak. Über den Wolken. Would you like to have something? Yes, of course. Thank you so much. One. One for me. Oh, yeah. Thank you so much. That's beautiful. So, Freunde, als Begrüßung gibt es jetzt erstmal einen arabischen Kaffee. Auf den meisten Business-Class-Flügen gibt es erstmal einen Champagner, aber hier arabischer Kaffee und eine Dattel. Ziemlich nice. Und ja, es geht jetzt gleich los. Cheers. Bin mega gespannt auf den Flug. Sieht auf jeden Fall jetzt schon mal ziemlich geil aus und
sehr, sehr comfy und gleich gehen wir nochmal ein auf alle Features, die der Sitz hier oder der Platz hier zu bieten hat. So Freunde, wir haben unseren Welcome Drink bekommen, endlich nach dem arabischen Kaffee. Ich habe mir einen Gin Tonic bestellt, Sebastian Coke Zero und ich würde sagen, cheers auf einen geilen Flug. Dazu gab es dann noch eine kleine Portion warme Nüsse. Ich schwöre es euch, ich feiere das extrem, weil die sind irgendwie so crunchy. Zu Hause gibt es solche Nüsse gar nicht. Und die haben so einen richtig geilen Crunch und Flavor. Und macht auf jeden Fall Hunger auf mehr. Und deswegen suchen wir uns jetzt aus, was wir uns gleich bestellen. So Freunde, und jetzt zeige ich euch mal hier unseren Schlafbereich. Sebastian ist hier drüben, der kann hier auch mal kurz hier alles hochfahren. Wie geht das? Gibt es doch bestimmt so einen Schalter oder so einen Knopf, oder? Ich meine, es ist da. Das heißt, wenn dein Zimmernachbar schnarcht, kannst du sagen, hau rein. Mit der Kamera nervt. Ja, genau. Wenn du irgendeinen scheiß YouTuber neben dir hast, dann kannst du einfach hochfahren. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen Sitzplatz. Dann kannst du hier zum Beispiel deine Füße ablegen. Da sind jetzt noch eine Decke und ich glaube noch eine Decke, eine ein bisschen wärmere. Was haben wir noch? Wir haben, oh ja, nice, Kopfhörer, Noise Cancelling, sehen aus wie von Bose so ein bisschen. Und dann kannst du hier zum Beispiel links herum einen Tisch rausfahren. Oh, Junge. Ah, musst du drauf drücken. So, drückst du drauf, kommt der Tisch rausgefahren. Zack. Dann wird er gedeckt, kriegst du direkt hier dein Meal. Und wenn du keinen Bock mehr drauf hast, fährst du den einfach wieder runter. Zack. Richtig mega. Das Geile ist, du kannst zum Beispiel hier deine Füße hochballern. Hier haben wir noch einen Kosmetikbeutel, den checken wir gleich nochmal ab von Oman Air. Den kann man auch meines Erachtens immer mitnehmen, oder? Ja, kann man auch immer mitnehmen. Ja. Den nehmen wir mit, Sebastian sowieso, ja, weil er seinen Koffer vergessen hat. Oder verloren. Verloren. Ja. Bin gespannt, was daraus noch wird. Ne? Also müssen wir euch auf jeden Fall nochmal updaten. Aber auf jeden Fall Dental Kit ist, glaube ich, mit drin. Und ja, also ein Zeug. Aber das reviewen wir gleich nochmal. Erstmal hier Füße hoch und dann der wichtigste Button, der eigentlich die Business Class ausmacht, ist der hier. Dann hat man hier nämlich die Möglichkeit, seinen Sitz umzuändern. So Leute, wenn man so aufrecht sitzt, dann sitzt man ja schon quasi viel bequemer als in der Economy Class. Man hat hier einfach extrem viel Platz. Aber das absolute Highlight ist, wenn man sich einfach mal hier den Sitzplatz zum Liegeplatz macht. Man kann es bis zur Schlafposition umwandeln. Da kann man sich nämlich komplett senkrecht hinlegen. Das ist ein absolutes Highlight. Macht jeden Flug absolut genial. Dann habt ihr hier vorne noch einen Stecker. Da lade ich gerade mein Handy über USB. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit, den Fernseher da vorne zu steuern, denn er ist ein bisschen weiter weg. Und dann habt ihr hier so einen kleinen, ja, eine kleine Fernsteuerung und könnt hier zum Beispiel auch auswählen, welchen Film ihr schauen möchtet. Zum Beispiel läuft hier jetzt gerade der neueste Batman und alles andere. Also ich finde es ziemlich geil. So Freunde, wir sind jetzt gerade auf dem stillen Örtchen und es ist ein bisschen ruhiger hier. Hier kann ich euch mal schön vorstellen, was es in diesem kleinen Goodie bzw. Kulturbeutel gibt. Allein schon die Toilette, ziemlich angenehm muss ich sagen, schönes Ambiente hier. Riesengroßer Spiegel, es gibt ein Klo, es gibt keine Dusche. Aber wir sind ja auch nicht in der First Class unterwegs, sondern halt in der Business Class. Aber trotzdem sehr geräumig. Es gibt warmes Wasser und kaltes Wasser, was schon mal ein guter Pluspunkt ist. Ich würde sagen, packen wir das Ganze mal aus. Also, wir haben hier einmal eine Schlafmaske, dann haben wir hier, Achtung, Socken, schön für den Flug, dann gibt es hier noch eine, was ist das, Body- und Handlotion, nice, was gibt es noch, hier gibt es nochmal Lip Balm, dann haben wir hier noch einen Kamm, oh, ziemlich nice, so ein bisschen zum Falten. Und ich habe gerade noch, warte, was ist das? Ach, das sind wahrscheinlich Oropax, auch ziemlich geil. Und dann gibt es noch hier ganz Menge Hand Sanitizer, also Desinfektionsmittel. Und ich habe noch drüben so ein Dental Kit mir ausgepackt. Das habe ich auch schon in meinen Koffer reingetan. Und ja, das ist, glaube ich, alles, was ich euch zeigen konnte. Ziemlich nice. Und wenn ihr wollt, kann ich auch die Tasche verlosen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wer sie haben möchte. Ja, das ist hier Anatolien oder was?
Geiler Schalter, Alter. Ja, ohne Spaß, ey. Mich fasziniert das extrem, weil wie funktioniert das, dass du das einfach hin und her switchen kannst zwischen dunkel und hell? Und wir spielen jetzt hier schon die ganze Zeit rum an der Party. Aber solche Facts finde ich irgendwie voll begeistert. So Leute, Gruß aus der Küche ist angekommen. Wir haben eine Venusmuschel, glaube ich, mit ein bisschen Kaviar. Und da drauf haben wir noch Minzsoße auf einem schönen Blatt serviert. Ich würde sagen, hauen wir uns jetzt mal rein. Das ist ein kleiner Happen, aber ich hoffe, beim nächsten Gang wird es ein bisschen mehr sein. Cheers. So Freunde, unsere Starters sind angekommen. Ich habe mir bestellt arabische Mese. Und zwar habe ich hier einmal so ein eingewickeltes Weinblatt mit so einer Füllung. Dann haben wir hier einmal, was ist denn drin? In so ein Paprikamousse oder Dip. Hier haben wir noch einen kleinen arabischen Salat. Und wir haben noch hier so eine Art Köfte mit einem gegrillten Käse. Und natürlich Fladenbrot. Brote dürfen nicht fehlen. Und das machen wir uns jetzt mal rein. Außerdem gibt es hier noch so kleine süße Salzstreuer. Geil. Wir haben noch eine kleine Weinbegleitung. Wenn ihr das Stativ sehen wollt, das sieht dann ungefähr so aus. Wir haben eine ganz wilde Konstruktion hier gerade gebastelt. Bei jedem kleinen turbulenten Stoß kann es echt in die Hose gehen. Aber wir versuchen jetzt mal. Ich hoffe, die Mühe wird sich lohnen. Und Sebastian hat Angst, glaube ich, gerade zu verkosten. Wir haben noch eine kleine Weinbegleitung. Ich habe einen Sauvignon Blanc aus Australien. Sehr, sehr fruchtige Note. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Sebastian im Anschluss. Einer aus Frankreich. Französischer Sauvignon Blanc. Und Salute. That's us. Yeah. Nice. So, Friends, wir haben den Flug überstanden. Mein Koffer ist auch da. Yes! Sebastian ist leider nicht, aber wir machen uns gleich auf den Weg zur Shopping Mall. Besorgen uns erstmal noch eine SIM-Karte. Ich habe gehört, es gibt Starbucks. Also eigentlich Win-Win-Situation für uns. Und dann werden wir ins Hotel einchecken und dann werde ich euch so eine kleine Review geben, wie der Flug war, wie die Flug-Experience war. Wir sind auf jeden Fall schon mal ziemlich entspannt angekommen. Das ist die große Moschee. Ah, okay. Das ist die Moschee. Ja. Unser erster Stopp ist abgesandt und zwar Oman Becher. Sebastian hat schon mal Schuhe, jetzt braucht er nur noch T-Shirts. Ich würde sagen, let's go. Einen wunderschönen guten Morgen, Friends, hier aus Maskat, Oman. Es war ein ziemlich anstrengender Travel Day gestern, muss ich echt gestehen. Sebastian hat sein Gepäck verloren, da mussten wir in die Mall gehen. Aber ich muss sagen, es ist ja auch irgendwie all dieses Abenteuers zu reisen. Irgendwie passiert immer alles anders, als man denkt. Trotzdem ist es cool, wir waren in der Shopping Mall. Ich habe mir noch mal einen Starbucks-Becher besorgt. Und ansonsten war aber auch die Reise einfach nur genial. Also Business Class zu reisen ist einfach irgendwie eine Erfahrung, die man irgendwie mal gemacht haben muss. Vor allem, ich muss ja auch sagen, wir hätten es nicht gemacht, wenn es nicht so günstig wäre. Wir haben jetzt 860 Euro gezahlt für die Sitzplätze. Das war ein echter Smash-Deal. Deswegen haben wir direkt gesagt, gönnen wir uns. Und dann einfach das Personal. Super freundlich. Man kann so viele Drinks nehmen, wie man möchte. Und wir haben auf jeden Fall ziemlich viel gequatscht, muss ich sagen. Wir hätten uns auf jeden Fall noch mehr ausruhen müssen. Denn es stehen nächsten 3 Tage richtig viel Sachen auf dem Programm. Ich werde mit euch in dieser Reiseserie den Oman so richtig erkunden. Wir fahren in die Wüste, in die Berge und werden uns ganz, ganz viele verschiedene Sachen anschauen. Und deswegen, wenn euch die Reiseepisode so ein bisschen gefallen hat, dass ich euch mitnehme im Flug, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video aus der Wüste. Haut da rein. Adios. Juhu.